Willkommen, ihr alle, Sie alle, zu dieser A Cappella-Matinee in der und für die Kulturkapelle Limburger Hof. Wir begrüßen sehr herzlich die vielen echten, frenetisch applaudierenden, wohlmeinenden Menschen. Sowie auch sicherlich die vielen Tausenden zu Hause an den Bildschirmen. Wir heißen Rainers Finest und wir sind ein A Cappella-Quartett. A Cappella heißt nicht ohne Musik, sondern das heißt, dass wir keine Instrumente brauchen, die uns begleiten. Das ist Rainer. Und diese drei bezaubernden Damen, die sind meine Finest. Ja, warum wir jetzt dieses Tier als Maskottchen haben, ist eine andere Geschichte. Lazy Day hieß unser Begrüßungslied und das soll für heute auch Programm sein. Macht ihr euch einen gechillten Vormittag, legt die Füße hoch und habt ein bisschen Spaß mit unserer Musik.
When I get older, losing my hair so many years from now, will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine. If I be out in 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Have gone. You could knit a sweater by the fireside. Sunday morning, go for a ride. Doing the garden, digging the weed. Who could ask for more? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Postcard, drop me a line, stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, fill in the form, mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? When I'm 64. Wenn ich der einst mal 64 bin, das Lied können wir noch lange singen. Wir haben noch 36 Jahre bis dahin zusammen. Ja, also wir kommen jetzt zum ernsteren Teil des Programms. Allein schon die Tatsache, dass wir hier in einer Kulturkapelle sind, lässt hoffen und ahnen, dass ihr euch alle zum Kulturpublikum zählt, oder? Dann hat das Kulturpublikum, das hat gewöhnlich die Eigenart, dass es auch gern was lernen möchte über die Musik, die es hört. Und deswegen könnten wir jetzt was lernen über die Marschmusik. Marschmusik gibt es auf der ganzen Welt und ein wichtiges Kriterium ist schon mal das Tempo, wie schnell da marschiert und musiziert wird. Im Herbst ist gewöhnlich in Bayern, in München, das große Oktoberfest. Und wenn wir da mal uns vorstellen, die großen Pferdewagen und die großen Bierfässer, die transportiert werden sollen und ein bayerischer Defiliermarsch dazu, dann ist das ganz gewiss eine sehr gemütliche Angelegenheit. Auch wenn ich jetzt hier das Mikrofon etwas verlasse, das könnte dann etwas so aussehen. Das erlaubt große Schritte hin zum Fassbieranstich. Etwas ambitionierter und wohlgeordneter ist das, wenn zum Beispiel eine preußische Militärkapelle den Alte Kameradenmarsch spielt. Und noch viel schneller geht es zu in Italien. Da gibt es nämlich ein berühmtes Regiment, das Reggimento Bersaglieri.
Und diese Herren sind erstens mal schön gekleidet. Die haben einen großen Hut auf mit einem Federbusch. Und die kriegen es fertig, beim Rennen zu musizieren. Also, sieht lustig aus, wenn der Federbusch noch dazu hüpft und nicht jeder Ton getroffen wird. Ja, ungefähr in der Mitte des Tempos, was ich jetzt angeführt habe, musiziert man in Amerika. Auch zackig und hoch motiviert, aber nicht ganz so schnell wie die Italiener. Wie das klingt bei unserer Lieblingskapelle, das hört ihr jetzt. Da, 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 da. Here they come with the sunlight on the trumpets. Here they come with the banners waving high. In my throat are the lumpy sort of feeling. And a bright gleam of pride is in my eye. Here they come with the clarinets a wailing. Here they come rather bravely up the square. And I know in a moment I'll be cheering. And my fine Sunday hat will be high in the air for the new Rashmolean Marching Society and Students Conservatory Band. Yes, the new Rashmolean could have beat Napoleon with all those deadly instruments in hand. There are those who favor the Philharmonic flavor, but to me, the finest in the land is the new Ashmolean Marching Society and Students Conservatory Band. Da 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 da. Oh da 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 da. Though they march only slightly out of tempo, so they play just a trifle out of tune. Out of tune. There is just a suggestion in the oboe, and a sound on the horn in the moon. Need the moon. So the trombone's a little independent, and the drummer is not exactly choice. Still the old college spirit is upon me. And I shout every time at the top of my voice for the new Ashmolean Marching Society and Students Conservatory Band. If you're analytical, sensitive or critical, you like it more the farther back you stand. But to me it's bully, it satisfies me fully when I hear the thunder close at hand. From the new Ashmolean Marching Society and Students Conservatory Band. Society and Students Conservatory Band. Hey! Das war unsere Lieblingsband mit dem leicht zu merkenden Titel New Ashmolean Marching Society and Students Conservatory Band. Jetzt Sie. Ja. 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 Nächstes Mal. Das nächste Mal. Wir bleiben bei einem ernsten Thema. Es mag den einen oder anderen anmuten, dass es das, wovon wir jetzt singen wollen, doch eher trivial ist. Es geht um Kaffee. Aber wer, wie ich, morgens nach dem ersten Schluck giert und nach dem ersten Schluck ein Gefühl hat, versteht vielleicht doch, dass Kaffee eine ernste Sache ist. Viel Vergnügen mit Java Jive. One, two, three. And I'm a coffee pot. Shoot me that pot and I'll pour me a shot. A cup, 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 a
that wonderful luck. And I've got a rock till I'm snagging a jug. A slice of onion and a raw one. Raw one! Waiter, waiter, percolator. I love coffee, I love tea. I love the Java Jive and it loves me. Coffee and tea and the Java and me. Mrs. Olsen, I'm a coffee pot. Ooh, shoot me the pot and I'll pour me a shot. A cup of Java. Slip me a slug from that wonderful mug, and I cut a rock till I'm snagging a jar. Drop your nickel in the parjo. Taking it slow, taking it slow. Waiter, waiter, percolator. I love coffee, I love tea. I love the Java Jive and it loves me. Coffee and tea and the Java and me. A cup. The next song was made famous by Elvis the King. You! Hello, ladies. 1, 2, 1, 2, 3. Ba da 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 ba da. Cause lions ain't the kind you love enough. I just wanna be your teddy bear. I wanna be your teddy bear. I put a chain around my neck. Lead me anywhere. Oh, let me be. Oh, let me be. Teddy bear, baby, let me be around you every night. Draw your fingers through my head, hold me real tight. Oh, let me be, oh, let me be. You teddy bear, I don't want me a tiger, cause tigers play too rough. I don't want me a lion, lions ain't the kind you love enough. I just wanna be your teddy bear. Put a chain around my neck, lead me anywhere. Oh, let me be, oh, let him be. You teddy bear, oh, let me be, oh, let him be, your teddy bear. Just want me your teddy bear. Wow. Das Fundament.
ist die Basis jeder Grundlage. Das gilt im Quartett natürlich für den Bass. Wenn der Bass mal was anderes singt, dann brauchen wir logischerweise einen anderen Bass. Das war eben gerade unsere fantastische Susanne Weber. Hat sie zugegebenermaßen auch gar nicht schlecht gemacht. Aber normalerweise bin das natürlich ich. Unbestritten. Also ziemlich unbestritten. Bam 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 Mr. Bassman, you got that certain something. Mr. Bassman, you set the music thumping. To you it's easy when you go 1, 2, 3 bam 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 bam. No bam 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 bam. Mr. Bassman, you're all on the song with that boom boom and dee dee baba. Oh yeah, Mr. Bassman, you're hitting King of Baba Show. Bam 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 bam. No bam bam bam. Why, it don't mean a thing when the lead is singing or when she goes by. Hey, Mr. Bassman, I'm asking just one thing now. Will you teach me, the way you sing now? Cause, Mr. Bassman, I wanna be a bassman too. Like this. Hey, Mr. Bassman, I really think I'm with it. With that boom, boom. Oh yeah, Mr. Bassman, I wanna be a bassman. Try this. Ba 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 ba. Oh, when she goes by, hey, Mr. Bassman, I really know I'm with it. With that boom, boom, and diddy baba. Oh, yeah, Mr. Bassman, now I'm a bassman. Too, ba 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 ba. Für einen Ton. Okay, Rainer, dann wird dir Helena jetzt mal zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Wim away, wim away.
Ach, wie ich sie liebe, diese Energie. Ich glaube, es wird Zeit, dass ich Ihnen meine drei umwerfenden Damen mal vorstelle. Fangen wir vielleicht mal mit dieser etwas wilderen an. Von Beruf ist sie Architektin, deswegen ist sie sehr versiert, äußerst versiert, mit Bohrmaschinen umzugehen und anderem Handwerkszeug. Und bei uns singt sie Tenor, nicht Sopran. Sopran singt sie woanders, aber bei uns singt sie Tenor. Das kommt daher, weil wir eigentlich ja aus dem Barbershop-Gesang kommen und das war früher eine reine Männerangelegenheit. Und die Stimmenbezeichnungen, die hat man dann einfach übernommen und nicht gegendert. Also bei uns am Tenor Helena Pfaff-Wanitschek. Die zweite im Bunde, unsere unvergleichliche Liedstimme, immer mit Power vorneweg, von Beruf Rechtsanwältin Susanne Christensen. Der Bariton, die Stimme, die keiner sonst singen will oder kann, weil sie unbestritten im Barbershop die schwerste ist. Aber bei uns ist das überhaupt kein Problem. Ganz meisterhaft macht das bei uns unsere singende Physiotherapeutin Susanne Weber. Tja, mein Name ist Rainer Hartwig, ich bin hier der Bass. Und in diesem Kreis fühle ich mich ausgesprochen wohl. (Applaus) 1950 war das Jahr, in dem der Tennessee Waltz 13 Wochen lang ununterbrochen auf Platz 1 der Pop-Hit-Parade war. Es geht inhaltlich einfach nur darum, dass da ein Paar diesen Tennessee Waltz tanzt. Da kommt just in dem Moment die beste Freundin der Frau her vorbei und spannt der Frau während des Tanzens den Mann aus. Das ist in Musikerkreisen offenbar so beliebt gewesen, dieses Thema, dass es davon über 100 Coverversionen gibt vom Tennessee Waltz. Sogar manche im Viervierteltakt. I was waltzing with my darling to the I remember.
getanzt haben meine Frau und ich auch schon immer gern. Und auch gesungen und musiziert, sogar miteinander. Aber als bei uns eines Tages zwei unserer Freundinnen des Weges kamen, da haben die nicht mich meiner Frau ausgespannt, sondern wir haben kurzerhand die beiden eingespannt und uns vier zusammengespannt und abracadabra, fertig war unser Quartett. Selbst wenn nach einem anstrengenden Tag, den wir ja alle mal haben, wir dann zusammen singen, dann ist das für uns in den allermeisten Fällen einfach nur das pure Glücksgefühl. Wir sind uns dessen sehr bewusst und es gibt für uns momentan kein Lied, was das besser ausdrücken könnte, wie das folgende. Das heißt, wie könnte ich nur aufhören zu singen? How can I keep from singing? Oh,
Ohne Krimi tut sie Mimi leider nicht. Und es brennt die ganze Nacht das Licht. Jeden Abend geht die Mimi in die Haie um 21:30. Aber niemals ohne vorher an den Bücherschrank zu gehen. Keine Güte, keinen Schiller holt sie aus dem Schrank heraus. Nein, einen super harten Thriller sucht sich Mimi aus. Nein, ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett. Nie ins Bett, nie ins Bett. Ohne Krimi tut sie Mimi leider nicht. Und es brennt die ganze Nacht das Licht. Ich möchte schlafen, doch die Mimi will lesen. Ich möchte schlafen, doch die Mimi ist erst auf Seite 104. Ohne Killer von Manhattan Zyankali-Suppe kocht für den Richter, der ihn damals in Chicago eingelocht. Ich muss alles miterleben, denn das Beste liest sie laut. Ich liege zitternd neben ihr und hab ne Gänsehaut. Nein, ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett. Nie ins Bett, nie ins Bett. Ohne Krimi tut sie Mimi leider nicht. Und es brennt die ganze Nacht das Licht. Ich kann nicht schlafen, denn die Mimi muss lesen. Die nächste Leiche hört ich gar nicht, das ab und schleiche. Aus dem Bett, aus dem Zimmer, aus der Wohnung, auf die Straße, in die Bar. Denn nur lachen, ein paar Klare, mir die Schädel wieder klar. Bei dem Mixer, an der Theke, bin ich Dauerabonnent. Bei ihm bleib ich so lang, bei dir zu Haus, das Licht noch brennt. Nein, ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett. Nie ins Bett, nie ins Bett. Mimi hat die Krimi und die Interpol und ich den Alkohol. Salute, Prost, Chin, Chin, zum Wohl. Ja, wenn ein fast 90 Jahre alter Jazz-Standard schon von Stars gesungen wurde, wie Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Doris Day, Dean Martin, Robbie Williams, Max Raabe, dann kommen wir auch noch, wollen den auch noch singen, dann sind das natürlich schon große Fußstapfen, in die wir aber gerne hineintreten, weil wir ein sehr schönes Arrangement haben, das meine Tochter Svenja Hartwig für uns geschrieben hat. Und es ist das Lied Dream a Little Dream of Me. Da, da, du, da. Tell me you miss
bam, 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 bam. Bam 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 bam. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I ever seen. Give him the word that I'm not a rover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Whoa, Mr. Sandman, bring us a dream. Mr. Sandman, yes. Bring us a dream. Give him a pair of eyes with a come hither gleam. Give him a lonely heart like Pagliacci and lots of wavy hair like Liberace. Mr. Sandman, someone to hold. Someone to hold would be so peachy before we're too old. So please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring us. Please, 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 Mr. Sandman, bring us a dream. Ja, damit wären wir für heute bei Helenas höchstem Ton angelangt und am Ende unserer Matinee. Vielen Dank, dass ihr, dass Sie alle dabei waren. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit unserer Musik. Wir haben noch ein kleines Abschiedslied mit Auld Lang Syne, verabschiedet sich Rainers Feinest, wünscht einen schönen Sonntag oder was für ein Tag auch immer kommt, wenn man es hört über die Kanäle. Schreiben Sie uns, schreibt ihr uns, lasst uns wissen, wenn ihr über unsere weiteren Konzerte informiert werden wollt. Und wo immer ihr seid, bleibt so gesund wie möglich. Should all acquaintance be forgotten, never brought to mind? Should all acquaintance be forgot, and days of Auld Lang Syne? For Auld Lang Syne, my dear, for Auld Lang Syne, we'll take
schrecklich aufmerksam und wir sind eigentlich, ja, also gerührt und aufgeregt und trotz allem. Wir hätten ein Stück, was Rainer für uns rausgeschrieben hat, auf Helenas besonderen Wunsch. Das würden wir zum Abschied euch noch singen und dann gehen wir in den Sonntag.